Hallo, ich bin Alex, ich bin 23 Jahre alt und ich bin im dritten Lehrjahr in meiner Ausbildung zum Bäcker. Also unser Laden. Die Ansicht kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie die ganzen Sachen im Hintergrund entstehen und wie es hinter den Kulissen so aussieht. Also das Tolle am Bäcker ist, dass es nach wie vor ein handwerklicher Beruf ist, aber natürlich heute viel moderner gelebt wird. Auch das Herstellen von Croissants geht an der Maschine eigentlich ziemlich einfach. Trotzdem ist es halt wie gesagt nach wie vor ein Handwerk und man lernt da wirklich alle Prozesse. Vom Kuchenbacken bis zum Croissants machen, Brot, Brötchen. Und das Tollste ist natürlich, wenn man später sieht, wie die Leute draußen im Laden stehen und die Sachen, die man gemacht hat, essen und probieren, ja, sich einfach daran freuen. Herzlich willkommen beim Drive-In der Backwaren. Ihre Bestellung bitte. So, bitte sehr. Dankeschön. So geht modernes und innovatives Verkaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und gute Fahrt. Das Besondere an jedem Bäcker ist eigentlich, dass, obwohl alles Brot und Brötchen sind, jeder Bäcker seine eigene Note reinbringt, seine eigene Individualität mit reinbringt und so sich eben doch jedes Produkt von jedem Bäcker unterscheidet. Worauf auch wir hier Wert legen, ist, dass eben natürliche Zutaten benutzt werden, keine chemischen Zusätze, weil gerade in Deutschland ist die Backtradition ja eben sehr groß und da kommt es eben darauf an, dass das auch so erhalten bleibt. Und da geht es eben nicht darum, dass man alle Arbeitsschritte noch mit Hand macht, was eben ziemlich anstrengend ist und auch lange dauert, sondern da geht es eben darum, dass man die Lebensmittel am Ende prüft, dass alles eine gute Qualität hat und auch, dass die Zutaten, wie gesagt, herkömmlich sind und die Rezepte auch größtenteils beibehalten werden, wie sie eben schon vor Jahrzehnten waren. Wichtig ist, dass man sich trotz allem immer auf seine Tastsinne, auf seine Geruchssinne und auf seine Geschmackssinne verlassen kann und auch immer überprüft, ob das Produkt noch den angeforderten Standards entspricht, die wir hier anstreben. Und das sind eben Sachen, die kann keine Maschine für euch tun. Also das Besondere ist hier halt heutzutage, dass eben die Rezepte nicht mehr in einem klassischen Rezeptbuch stehen, sondern alle hier im Computer drin gespeichert sind und die hier ausgewählt werden und dann direkt hier auf die Waage kommen. Das erleichtert es halt massiv, wenn man eben direkt ablesen kann, was man braucht und es auch direkt abwiegen kann. Was ich aber eben gerade beim Bäcker auch toll finde, ist eigentlich diese Vielseitigkeit und Abwechslung. Ich meine, gerade geht es auf die Weihnachtszeit zu. Wir haben dieses Jahr das erste Mal selber Lebkuchen ausprobiert und gemacht. Weihnachten Plätzchen natürlich auch. Und dann geht es wieder aufs Frühjahr zu mit Obstkuchen. Und das Besondere ist eben gerade auch in Deutschland, wo das Bäckerhandwerk so eine lange Tradition hat, dass es auch je nach Region unterschiedlich Gebäcke gibt. Und gerade auch als Bäcker hat man da viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, neue Sachen zu finden. Und so wird es halt eben nie langweilig. Die Voraussetzungen, die du brauchst, wenn du auch Bäcker werden willst, sind, du musst zuverlässig sein, du musst natürlich früh aufstehen können, aber das Gute daran ist, wenn du früh aufstehst, hast du auch früh Feierabend und kannst den Nachmittag noch im Freibad verbringen zum Beispiel oder Sport machen. Außerdem solltest du teamfähig sein und natürlich muss es dir Spaß machen, eben Lebensmittel herzustellen und auch damit zu arbeiten. Wenn auch du Lust und Spaß daran hast, jeden Tag aufs Neue leckere Lebensmittel zu produzieren und den Prozess vom Anfang an bis zum Ende mitzuerleben, dann bewirb auch du dich. Und das Beste daran ist, als Bäcker, als deutscher Bäcker, wirst du auf der ganzen Welt gut angesehen. Du kannst aufs Schiff, aufs Kreuzfahrtschiff gehen, du kannst in verschiedenen Hotels arbeiten. Das deutsche Bäckerhandwerk ist auf der Welt einzigartig. Und das Beste daran ist, auch die Bezahlung ist gut. Und das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
und dann hoffentlich bis bald in der Backstube.